I'll never decide. Jo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch einen fetten Duplication Glitch in Retri Welt. Also was ihr dafür braucht ist, ihr braucht Fallen, die ihr duplizieren wollt. Und ihr müsst in irgendeiner Welt die alle Sturmschildverteidigungen abgeschlossen haben. Also es kann Steinwald, Plankaton, Brutal oder Giant Peak sein. Ich mache das Ganze heute in Plankaton für euch, damit ihr auch seht, dass es überall geht. So, dann gehen wir mal rein. Und der Joe ist auch dabei. Hi. Hi. Okay. Das ist so ein Idiot, Alter. Also ihr müsst einfach in euer Sturmschild reingehen. Ihr müsst nichts vorher machen. Und der Glitch ist solo, also ihr könnt komplett alleine den Glitch machen. Ihr braucht keine anderen Freunde. Okay, dann sind wir jetzt im Ladescreen, das kann kurz dauern. Okay. Also der Duplication Glitch ist ganz easy. Ihr könnt ihn immer wieder machen und ihr macht sehr viel Gewinn dadurch. Okay. Während ich im Ladescreen bin, könnt ihr auch alle mal einen Daumen nach oben da lassen und meinen Kanal abonnieren. Ja, dieser PS4-Ladescreen. Okay, wir sind drin. Glaube ich. Hoffe ich. Okay. Einwand, Alter. Also, wie ihr seht, hier ist mein Sturmschild. Und ihr stellt euch am besten neben dem Sturmschildmenü. Und ja, also, ihr baut folgende Konstruktion. Ihr könnt mit Metall, Stein, Holz bauen, wie ihr wollt. Ich baue es mal mit Metall. So könnt ihr auch Metall duplizieren, rein theoretisch. Also, wir bauen jetzt hier eine Fläche. Ihr könnt die Fläche egal wie groß bauen, aber ihr solltet die halt so wie ich bauen, so. Weil damit funktioniert es auch immer, also 3 mal 7. Ihr baut diese Konstruktion und dann am Boden placed ihr Bodenfallen, die ihr halt duplizieren wollt. Also ihr kriegt von den Fallen dann die Materialien und die Materialien sind halt sowas wie oxidiertes, effiziente Schrauben und so. Und die könnt ihr gut vertraden. Also ihr placed die am Boden, dann könnt ihr an der Wand auch noch platzieren, da platziere ich jetzt mal meine Breitseiten, weil da kriegen wir auch effiziente und oxidiertes. So. Und dann placen wir noch Deckengasfallen. So. Okay, und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr fertig. Ihr könnt auch natürlich noch zum Beispiel hier nach oben bauen, noch eine Etage, noch mehr Fallen und deshalb bis nach oben. Also ein paar Etagen halt. Aber ich mache heute mal nur mit einer, damit es auch schnell geht. Und wenn ihr das jetzt gebaut habt, die Konstruktion, müsst ihr einmal das Sturmschild verlassen, damit halt das Spiel abspeichert sozusagen. Also ihr müsst sozusagen halt einmal ein neuer Sturmschild wieder raus und dann wieder reingehen. So, und das mache ich kurz und dann seht ihr mich nach dem Cut wieder. Okay, Leute, da sind wir wieder nach dem Cut. Wir sind auch wieder im Sturmschild drin. Also hier ist unsere Basis. Okay. Dann erkläre ich euch jetzt mal, wie es weitergeht. Also, das was ihr jetzt machen müsst auf euer Sturmschildmenü gehen, da klickt ihr auf Sturmschild Ausdauer
macht Warten auf Felder den Haken weg, ganz wichtig. Und dann klickt ihr auf Ausdauer starten. Und bevor ihr ich jetzt starte, guckt auf mein Metall. Ich habe 2600 Metalle und vorher hatte ich 3000 irgendwas. Damit ihr auch seht, dass es nicht fake ist, sondern es real ist. Also ich starte jetzt. Und wenn ich das starte, müsst ihr ganz schnell diese Teppiche unten abbauen. Und dann fällt es ja alles ein. Und müsst ihr die Materialien ganz schnell aufsammeln. Und das andere seht ihr gleich. Also ihr macht Warten auf Hilfe, den Haken weg. Und startet das. Jetzt baut ihr die Treppe ab. Hier seht ihr kriegt Materialien, die sammelt ihr auf. Und jetzt wartet ihr, bis da 0, Doppelpunkt 00 steht. Noch 3. Und genau dann spammt ihr mit Gruppe verlassen. Einfach spammen. Ihr müsst ganz oft draufklicken. Und dann, wenn es funktioniert hat, seid ihr hier. Ganz normal, wie wenn ihr euer Sturmschild mal verlassen würdet. So. Dann geht ihr raus aus eurem Sturmschild. So, zurück zur Heimatbasis. Jetzt habt ihr V-Bucks gewonnen. Nee, ihr habt Metz gewonnen. Okay, das kann jetzt kurz ein bisschen wieder dauern. Also ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr noch mehr von solchen geilen Glitches sehen wollt. Okay. Okay, dann sind wir jetzt wieder in der Lobby angekommen. Ihr bekommt eine Missionsbelohnung, eine Kiste. Okay, dann seid ihr jetzt hier. Ganz normal in der Wartelobby. Dann geht ihr einfach wieder in euer Sturmschild rein. Plankerton-Weicher, geht ihr im Plankerton. Und dann geht ihr einfach ganz normal rein. So, und ich cutte das jetzt nicht, damit ihr auch echt seht, dass es real ist. Okay. So, dann gehen wir jetzt ins Sturmschild rein. Das kann natürlich wieder lange dauern, weil PS4 und so. Und Joe, wie findest du den Duplication Glitch? Ja, Digga, also. Du brauchst halt nie wieder richtig kämpfen in Mission, das ist halt mega easy dadurch. Ja. Oder Sturmschildverteidigungen, hast halt jetzt halt alle deine Fallen. Und ihr könnt auch einfach zu uns kommen, weil wir werden es wahrscheinlich eh gleich streamen. Oder genau, wenn das Video dann wahrscheinlich rauskommt, keine Ahnung. Wir werden es gleich streamen und wenn ihr wollt, ihr könnt euch bei uns Fallen craften lassen. Wir haben 100 Geistgar-Skizzen, alles, was man eigentlich so braucht, die wichtigsten Fallen und ja. Genau. Stefan hat es auch eigentlich ganz gut gelevelt auf 130 Full Edge Stats, Breitseiten zumindest und Bodenglöller, glaube ich. Jo. Also, ihr könnt gerne bei meinem Stream speichern, da verlose ich Fallen und die könnt ihr dann duplizieren. Und ich habe auch einen Discord-Server in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr auch gerne mal joinen. Okay, wir sind wieder im Sturmschild angelangt und wie ihr seht, die ganzen Fallen sind noch da und oben links mein Metall ist wieder da und ich habe ganz viele Metz bekommen, wie ihr seht. Ich habe Oxidiertes bekommen, Planken und so. Also manchmal kann es sein, dass die Treppe hier wegbackt, aber die müsst ihr dann einfach wieder hinbauen. Und dann sollte das wieder funktionieren. Und jetzt könntet ihr eigentlich einfach wieder aus dem Sturmschild rausgehen oder nee, ihr könntet jetzt halt eigentlich direkt weitermachen. Ja, ich kann es also jetzt nochmal zeigen. Also merkt euch, ich habe 236 Oxidiertes. Ihr müsst einfach wieder Sturmschild starten, warten auf Hilfe, Ausdauer, unten abbauen. Ihr kriegt Metz. Wie ihr seht, ich habe jetzt auch 3917 Metall. Okay, Welle beginnt in 4, 3, 2, 1, 0. Jetzt spammt wieder mit verlassen.
Einfach spammen, solange bis ihr draußen seid. Dann geht ihr wieder raus aus eurem Stummschild. Ich mache da jetzt einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute. Ich bin wieder in meinem Sturmschild. Süß. Wie ihr seht, die Fallen sind alle noch da. Ich habe mein Metall dazu bekommen. Und ihr seht, ich habe jetzt 314 oxidiert. Das Feuer hatte ich 236. Also, es hat funktioniert. Danke, dass ihr danke, dass ihr zugeschaut habt. Schaut heute Abend bei meinem Stream vorbei. Und ich wünsche euch noch alle einen schönen Tag. Und ciao. It's caught in the crossfire.